Und herzlich willkommen zurück zu New World. Ja, nachdem in der ersten Folge schon so einiges Heftige passiert ist, sollen wir nun die böse Kunde von der Verderbnis überbringen. Und das werden wir in der heutigen Folge machen. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken, weil der so komisch rot markiert war. Ich muss erstmal schauen, in welche Richtung ich hier überhaupt laufen muss. Man kann auch zoomen und ziehen. Das ist sehr gut. Trüffelfieber. Sammle alle Trüffel, die du im Wald finden kannst und bringe sie. Okay. Ist das jetzt eine neue Quest oder ist das eine Daily oder sowas? Wir müssen auf jeden Fall hier oben zum Königsfelsen Wegpunkt setzen. Weil es sieht nämlich, oder? Doch, das Grüne ist doch, glaube ich, mein Zielort. So, in die Richtung müssen wir. Ich schneide das Ganze, denke ich mal, nicht raus, weil wir natürlich alle wohl etwas von der Umgebung hier... Da läuft einer die ganze Zeit gegen den Felsen. Okay. Ja, wer es unbedingt braucht. Ich meine... Frischholz. Müsste ich die Sichel, glaube ich, erstmal reinmachen, ne? Bevor man das hier... Sichel. Ach so. Ach, die sind alle parallel zueinander. Ah, okay. Ah. Da kommt dann zusätzlich noch was anderes raus, wenn wir die Sachen dann hier machen. Verstehe, verstehe. Das war's, was ich wissen wollte. Okay. Beim Feuerstein tut sich nicht viel. Schauen wir mal. Was hast du für ein Level? Bleib stehen. Okay. Irgendwas kann ich jetzt kaufen. Ich habe es jetzt nicht so... Das hier knacken. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Kann man hier auch was machen? Junger Baum. Ah, da können wir die Axt für benutzen. Perfekt. Es dauert allerdings auch ein bisschen länger, als wenn wir dieses Holz holen. Mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Es könnte ja auch sein, dass die Früchte dann eventuell mitkommen. Nee, einfach nur das Frischholz. Aber dafür ist doch eine Menge Frischholz dazu gekommen. Also ist gar nicht so schlecht. Hier ist auch schon was erledigt worden. Das können wir dann gerne häuten, wenn das kein anderer macht. Kein Thema. Also ich bin immer froh über alles Essbare, was mich heilt. Auch wenn ich die Sachen dann noch herstellen muss. So... Ich muss aber sagen, Ressourcen sind bisher auf jeden Fall genug da gewesen. Ja, und das ist jetzt der erste, der leider keine Synchronisierung hat. Ich hoffe, dass Amazon das dann auch noch ändern wird, dass dann alles wirklich synchronisiert ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug, so ein Einspielungsfehler. Ja, ob ich einen Wagen gesehen habe. Das heißt mit anderen Worten, ach, das war dieser Typ, den ich gar nicht ansprechen wollte. Okay, also ihr könnt ja lesen, worum es geht. Ein Wildschwein-Gedankenleser, okay. die Biester haben für mich die Saison ruiniert. Warum? Ein Rüstungskoffer auf Stufe 5 kriege ich dann. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Da müsste ich eigentlich mal gucken. Kräuter und Beeren und Trüffeln möchte er haben. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie das hier drin aussieht. Denke mal, das wird es nicht sein, oder? Doch, köstlicher Trüffel. Ach du Scheiße, sind die groß. Na! Ah! Ob ich das jemals lernen werde, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, warum legt man das dann auch auf die Sprint-Taste drauf? Ich muss wirklich mal offline gucken, ob ich das nicht umstellen kann. Also ich hatte eben auf die Schnelle
in der ersten Folge nichts gefunden, aber vielleicht ist das ja doch möglich. Oh, da ist noch ein Wildschwein. Dich wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sag mal, geht das noch hier? Ich habe dich extra verschont. Und du Idiot rennst hier mich rein, dann wirst du auch zerhackt hier. Also so nicht, mein Freund. Ich sehe übrigens gerade, anscheinend kann man sich gegenseitig die Ressourcen nicht wegnehmen, weil der eine nämlich jetzt gerade das Ganze an der Stelle gemacht hat, wo ich schon was genommen habe. Ach, da war ein Wildschwein. Konnte ich eben gar nicht sehen. Die Frage ist, zerhackt der das oder... Sonst würde ich das natürlich gerne mitnehmen. Nee, er zerhackt es, aber okay. Die Frage ist, das müssen wir jetzt mal gucken, ob ich da... Nee, kann ich nicht, okay. Ich dachte vielleicht, wie bei dem einen, kann man dann so im Nachhinein auch nochmal rein. Achso, ich muss ja jetzt nochmal mit dem sprechen, ne, bevor ich jetzt weitergehe. Das wäre, glaube ich, besser. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Stand doch hier. Hä? Sag nicht, der ist jetzt... Hä? Der stand doch hier, oder nicht? Sprich mit dem Pechvogel. Ja, und wo? Zwei Aufgabe bereite. Ach so, der ist zu der Siedlung hingegangen, oder wie? Okay. Hier ist, glaube ich, was zum Lesen. Das war jetzt so, genau. Ja, ihr kennt das hier. Ihr könnt das Ganze dann durchlesen, wenn ihr möchtet. Also ich werde jetzt nicht mehr alles durchlesen. Ich habe zwar mal angefangen, habe bei der ersten Folge auch mal was vorgelesen. Aber das würde ein bisschen zu lange dauern, finde ich, wenn man jetzt alles vorliest. Willst du mich jetzt veräppeln hier? Falsche Taste auch noch. Sag mal, der Idiot sieht das Wildschwein. Ich krieg das jetzt ab, oder was? Was für ein Blödmann. Ja, also es dauert schon ziemlich lange, bis das Ganze dann auch verarbeitet ist, gehäutet und so weiter. Zeltlager noch nicht freigeschaltet. Kann man überhaupt irgendwas in diesem Spiel benutzen, Mann? Ja, das ist wahrscheinlich dann alles, ne? Hier. Noch nicht freigeschaltet, noch nicht freigeschaltet. Das ist ja doof. Level 15. Das Spiel ist seit heute online. Ja gut, okay, ich bin auch schon Level 6. Aber ich frage mich echt, wie die anderen dann so früh reingekommen sind. Weil es gab ja diesen Shitstorm eben, weil die Leute nicht reingekommen sind. Okay, hier steht er. Ja, deine Rettung in der Not, genau. Perfekt, danke schön. Dann schauen wir mal. Ach, Rüst. Ja. Verstehe. Ah, da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Okay, Rüstungswert. Ja, sieht total bescheuert aus, wenn ich das Ding gleich anhabe. Gehe ich mal stark von aus. Physisch und Elementar 28,9. Das Stoffhemd ist auch 28,9. Auch Physisch und Elementar. Gewicht 3,5. Also beides quasi das gleiche. Nehmen wir dann mal das erste.
So, das verbessert sich. Oh mein Gott, sehe ich kacke aus. Wie so ein Clown. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ach so, nee, das sind... Kann ich hier schon irgendwas machen? Nee, ich muss wahrscheinlich irgendwas freischalten. Mal schauen. Weiter durch. Ich bleib mal hier in der Mitte erstmal. Hallo Leute, ich bin nicht der Hofner. Ich habe nur einen ziemlich beschissen aussehenden Hut mit Maske an. Oh je, oh je, oh je. Ich hoffe, ich krieg da noch was Besseres. Da oben drin scheint er zu sein. Was ist das? Ups. Karte öffnen für die Schnellreise. Ah. Okay. Also blaue Streifen sind was Gutes. Das ist die Schnellreise. So, vielleicht führt der mich jetzt hier mal in die wichtigen Sachen ein. Hi. Bei jedem neuen Gesicht frage ich mich, ob ihm die Verderbnis bald die Augen rötet. Erst der Sturm und dann der Ausbruch des Bruchbergs. Der Moment, den wir fürchteten, ist wohl gekommen. Na, jetzt darf ich sie auch mal sehen. Ich habe den Bericht von Wächterin Douglas. Zeig mal her. Ja, laut Charity hat die Verderbnis fast den Strand erreicht. Du bist doch hier erwähnt, oder? Wohlan. Willkommen in Königsfels. Die Ironie an der ganzen Sache ist, dass ein alter Verrückter uns schon vor Jahren gewarnt hat. Er hatte recht. Es wird schlimmer, bevor es besser wird. Wenn es überhaupt besser wird. Was ist aus dem Verrückten geworden? Er ist enttäuscht und wütend losgezogen. Wahrscheinlich ist er längst ein Verlorener. Gerüchten nach fischt ein unheimlicher alter Mann am westlichen Fluss. Das könnte er sein. Das weiß aber niemand. Meinst du, die Verderbnis kommt hierher? Vermutlich. Es ist an der Zeit, die Schotten dicht zu machen und die Siedlung abzuriegeln. Bring Charities Bericht zu Magistrat Bixford. Wir beide haben über diese Möglichkeit gesprochen. Er weiß, was zu tun ist. Da gibt's einen neuen Hut. Das ist sehr schön. Da muss man nicht so scheiße aussehen. Gebietsfortschritt beobachten. Aufrüstung Dörfchen, Aufrüstung Fort, Lebensqualität verbessern. Hä? Okay, tritt einer Fraktion teil. Fraktion bei. Das möchte ich nicht, muss es aber leider, um meine eigene Gilde dann gründen zu können. Sieht das komisch aus, wenn die läuft. Vor allem mit diesem ganzen Hickhack hier drumherum jetzt. Lass mich raten. Du hast den Bericht des Wächters dabei, nicht wahr? Das habe ich dir schon von Weitem angesehen. Ja, ich habe den Bericht dabei. Das brauche ich nicht zu lesen. Der Sturm, der Ausbruch des Bruchbergs. Nichts davon überrascht mich. Mit dir hatte ich aber nicht gerechnet. Dies ist ein schlechter Tag, um auf Eternum anzukommen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe nämlich stundenlang gebraucht. Du kommst zum entweder genau richtigen oder allerschlechtesten Moment. Königsfels zieht offenbar Leute mit merkwürdiger Bestimmung an. Das hatte ich so nicht geplant. Natürlich nicht. Und ich sollte ein besserer Gastgeber sein. Melde dich am besten im Gasthof und richte dich hier ein. Komm später wieder, dann reden wir weiter. Nein, warum hat der mir jetzt eine Holzfäller-Axt gegeben? Ich dachte, die muss ich mir herstellen. Wo ist denn der Gasthof? Warum ist das Gebiet hier eigentlich so lila? Wegen der Verderbnis wahrscheinlich. Okay, der Gasthof ist links von mir. Ja. Ich dachte, das wären Brüste. Das ist ein schlafender Bär. Okay. Willkommen beim Fürstenaufgang. Schlafe hier und fühle dich wie ein König. Möchtest du ein Zimmer? Ja, dann bist du hier richtig. Okay. Muss ich dafür was bezahlen?
Möchtest du dich anmelden? So kannst du von überall in der Welt hierher zurückkehren. Ja. Ach, das sind Respawn-Punkte. Ja, eigentlich logisch nach dem, was er gerade gesagt hat. Sprich mit Urbanus Bixford. Kann man hier auch noch irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Schlafe hier und fühle dich wie ein König. Ja. Warum laufen die ja alle wie die Bekloppten gegen die Wand? Wahrscheinlich, weil sie mal Pause machen müssen oder so. Und nicht vom Server runterfliegen wollen. Vermute ich jetzt mal. Auch in einem seltsamen Land muss man zurechtkommen. Ich habe hier Charities Bericht. Du hast Mumm, sagt sie zumindest. Okay. Ob du es realisierst oder nicht, du bist hier, um uns in Königsfels zu unterstützen. Und genau in unserer größten Not. Ich helfe gern, wenn ich kann. Wahrhaftig. Ich stelle dir die Rohstoffe des Dorfes zur Verfügung. Im Handelsposten kannst du Vorräte kaufen oder verkaufen. Und außerdem habe ich dir einen Lagerplatz eingerichtet. Sieh sie dir einmal selbst an. Ja, machen wir doch gerne. Allerdings, da das immer wieder aufplöppt, wollte ich erstmal gucken. Man kann sogar die Werte ändern, sich gerade. Wollte ich erstmal gucken. Wir haben noch so viele Punkte, die wir vergeben können. Konzentration. Ja gut, das hat auch mit Angeln zu tun. Das werden wir wahrscheinlich auch machen müssen später. Magie, hoffe ich, bekommen wir auch. Deswegen setze ich da auch mal ein bisschen rein. Plus 10% Geschwindigkeit beim Häuten. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Sache. Mal jetzt die Stärke oder das Leben. Ja, ich mache mal erstmal beim Leben noch was rein. So. Okay, öffne den Handelsposten, öffne einen Lagerschuppen. Da irgendwo in der Richtung. Das sind die alle AFK, dass die alle wie blöd immer nur gegen die Wand laufen, ja? Moment, hä? 29 Meter? Posten. So, okay. Öffne einen Lagerschuppen. Achso, das ist der hier. Ja, die Frage ist jetzt, ist das mein persönlicher Lagerschuppen? Ich gehe mal davon aus, ne? Königsfels, Lichtholz, Schlucht, okay. Sortieren, Gewicht. Ja, müssen wir hier... Warum habe ich die eigentlich hier drin? Ich habe die doch gar nicht, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Verstauen, Shift und linke Taste, Aufteilen, Steuerung. Ja, ich würde sagen, die Hälfte. Und wie kriege ich das jetzt rüber? E. Enter. Keine Ahnung. Tja. Wir verstauen es einfach. Ich habe keine Ahnung. Lederverarbeitung. Machen wir auch mal da rein. Erstmal schwaches Lösungsmittel für Weberei. Machen wir auch rein. Holzverarbeitung, Möbelbau. Machen wir auch erstmal rein. Ja. Reparaturteile. Wo sehe ich denn? Ach, hier oben. Ach du Scheiße, da kann man ja fast gar nichts tragen. Eieiei, okay. Na gut. Dann wieder mit ihm sprechen. Also, ich glaube, ich habe dir geholfen, dich mit der Siedlung bekannt zu machen. Naja. Wir sind sehr froh, dich zu haben.
Ob du es realisierst oder nicht, du bist hier, um uns in Königsfels zu unterstützen. Und genau in unserer größten Not. Aha. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Och nee, ich hab's geahnt. Okay. Planungen für die Sicherung der Siedlung. Sie hat ausdrücklich deine Hilfe gebeten. Mit ihr sprechen. Okay, wo finde ich die? Kann ich hier eigentlich die Markierung wieder rausnehmen irgendwie? Das Lustige ist, dass ich die Markierung gar nicht mehr sehe. Oder ist das die hier? Ah, okay, das war sie. Gut, geradeaus rechts. Also wahrscheinlich da, wo ich eben mit der einen gesprochen habe. Das ist sie wahrscheinlich. Gegengift? Ja, okay. Was haben wir denn hier? Das könnt ihr euch dann auch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Falls ich das mal gescrollt kriege. Das ist die zweite Seite davon. Hier liegt auch noch was, sehe ich gerade. Okay, vorgeschlagener Waffenstillstand. Da werden wir die anderen wohl noch nicht von haben. Ach, wie schön, dich wiederzusehen. Ich habe überlegt, wen ich mit der Sicherung der Siedlung beauftragen könnte. Und da bist du mir in den Sinn gekommen. Das ist schön. In Königsfels gibt es eine Menge zu tun. Du bist fähig, aber bist du auch bereit, der Siedlung Vorrang zu geben? Was kann ich für die Siedlung tun? Als erstes musst du Rohmaterialien sammeln und sie in einer der Werkstätten im Dorf veredeln. Da wirst du sicher bald Schwielen an den Händen haben. Okay, was brauchen wir denn? Aus Felsbrocken Stein, Wölf und Wildschweine Rohleder und Frischholz. Ja, die ersten Sachen können wir ja schon mal holen. Hab ich ja genug von da, denke ich mal. Nachdem wir das jetzt gerade extra weggetan haben, damit wir etwas entlastet werden. Stehen sie immer noch wie blöde hier vor. Okay, Rohleder, Holz. Ich brauche trotzdem noch was mehr Holz. Okay. Aus Felsbrocken. Gibt es eine spezielle Richtung, in die ich gehen soll? Eigentlich nicht, ne? Gehen wir einfach mal hier raus. Das ist ein Gewusel hier. Ich mag das ja gar nicht, wenn so viele Leute immer um mich rumlaufen. Vor allen Dingen die ganzen Namen und so. Wird denn da abgeschlachtet? Okay, hier war, glaube ich, der Ausgang. Hilfe, ein Alien. Nein, du sollst nicht schlagen, du sollst eigentlich nur sammeln. Ich denke mal, da hinten sind wahrscheinlich... Ja, das ist der Stein. Felsbrocken. Wieso kann ich den jetzt nicht benutzen? Ich habe doch eine Spitzhacke extra drin. Bergbauhacke Feuerstein. Die irgendwie tauschen oder so? Nee. Vielleicht war der verbuggt oder so. Mal gucken. Haben wir hier noch andere? Ja. Ruhestätte hört sich jetzt nicht so wirklich danach an, dass hier Felsen sind. Noch einer, wenn die mal laufen würde. Also ich denke, dass es einer ist. Ah, hier funktioniert es jetzt. Okay. Sag mal, geht's noch? Ich bin hier am Arbeiten. Hau ab.
Kann ich hier gerade nicht gebrauchen, Junge. Nein. Ich will den Felsbrocken haben. So. Es dauert nur eine kleine Ewigkeit, bis der abgetragen ist. So, hier haben wir noch einen. Wie viel brauche ich denn? 40. Sind die auch noch so schnell? Das ist ja noch schlimmer als in 28 Days Later. Das ist irgendwie sehr unrealistisch gemacht. Och, ist das jetzt euer Ernst, dass der hier schon wieder spawnt? Leute, ich bin beschäftigt. Ich will hier nicht immer diese schwachen Marken um mich rum haben. Lass mich mit dem Schwachsinn hier in Ruhe und lass mich mal den Felsbrocken weitermachen. Das ist ein Feuerstein. Achso, die habe ich jetzt schon. Moment, dann brauche ich nur noch das Holz. Das ist wirklich nervig hier. Hier ist ein guter Baum, oder? So viel brauchen wir zwar eigentlich nicht mehr, aber dann haben wir auf jeden Fall genug. Oh, das geht doch jetzt wesentlich schneller hier mit den Büschen. Nur das Ausweichen geht nicht schneller. Lauf, lauf, lauf. Ich habe keinen Bock darauf, mit denen jetzt hier rumzumachen. Oh. Moment, irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, falsch gelaufen. Ich glaube, hier vorne war der Eingang, oder? Sieht zumindest so aus. So. Stelle in der Holzwerkstatt Folgendes her. Wo ist denn die? Das ist erstmal Schmiede. Schmiede haben wir hier gar nicht. Aber wir können mal gucken, was man hier machen kann. Okay, eine eiserne Streitaxt. Ich hasse Streitäxte. Aber okay, die kann man zumindest hier machen. Steinmetztisch. Keine Ahnung, da kann man nur Steine herstellen irgendwie. Ach Moment, den Stein... Ja doch, den Steinblock sollten wir ja machen. Schmelzofen sollen wir auch nichts mitmachen, aber da kann man Holzkohle herstellen. Okay, gut zu wissen. Fangen wir erstmal hier an. So. Schmelztisch. Nee, Quatsch. Steinmetztisch. Was rede ich denn hier? 10 Dinger müssen wir herstellen. Grundmenge 1. Das ist doch toll. Ich wollte aber eigentlich 10 herstellen. Das dauert dann wahrscheinlich etwas länger. Gehe ich mal von aus. Oh nee, es geht aber. Okay, stelle in der Gerberei und der Holzwerkstatt etwas her. Das ist vermutlich nicht auf der Seite, oder? Was ist das hier? Ein Karren? Da war das Lager. Hast du die Holzwerkstatt? Ja. Wie viel sollte ich jetzt herstellen? 10 Stück. Machen wir das doch gleich schon mal direkt rein. So. Okay. In der Gerberei. 4 raues Leder. Werkstatt Rang 2. Okay. Das mit den Rängen verstehe ich zwar noch nicht so ganz, aber okay, wo ist denn die Gerberei jetzt? Das ist in der Richtung. Komme ich darüber? Perfekt.
ganz am Ende. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ah, da kann man einen Stab herstellen. Okay. Das sieht mir nach Gerberei aus. 4 Stück brauche ich davon. Okay. Sprich mit ihr. Wo ist sie denn jetzt? Moment. Geht's da noch hoch? Ja, kann ich auch hoch und dann links, beziehungsweise hier geht's auch rein. Königsfelsbehausung, Haus kaufen. Oh je, so viel habe ich gar nicht. 7500, wie viel habe ich? 360. Okay, also ich glaube, bis man so viel zusammen hat, dass man sich ein Haus kaufen kann, muss man erstmal monatelang gespielt haben, wenn nicht sogar noch länger. Ja, dann laufen wir mal nach oben. Sind sehr nervige Wege. Gut, ich meine, alles hat seinen Platz. Da wollte ich eben nochmal geguckt haben übrigens. Stadtprojektübersicht. Jage 3 Luchse. Ah! Erhalte und liefere 30 Eisenbarren. Na gut, das kann ich vergessen. Luchse, pff, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Truthähne, Kaninchen, großer Lachs, wenn wir dann angeln können. Okay. Kriegsübersicht kann man wahrscheinlich nicht machen, wenn man diese komische Fraktionssache da nicht gemacht hat. Okay. Gut gemacht. Dein Einsatz und Praxisverstand sind, ach, erfrischend. Auch ich muss mich manchmal aufraffen, weiterzumachen. Tja. So ist das im Leben, ne? Das ist erst der Anfang. Du kannst dir ab sofort jederzeit bei mir oder der Stadttafel Aufgaben abholen. Deine Hilfe können wir immer gebrauchen. Ich tue mein Möglichstes. Ich weiß, dass du das wirst. Eigentlich gibt es noch jemanden, mit dem du sprechen solltest. Esteban. Du kennst sie als Werkmeisterin Gomez. Sie kann zwar etwas grob sein, aber dafür kann sie auch einiges. Sie ist eine Meisterschmiedin. Und sie erwartet dich. Okay. Du findest Werkmeisterin Gomez bei der Schmiede. Dort fühlt sie sich am wohlsten. Das denke ich mal. Ja, das mit der offenen... Obwohl, das ist so komisch blau. Gomez bei der Schmiede. Dort fühlt ah, nee, sie dann sich kann am man das nur öffnen. Okay. Ich dachte schon, vielleicht hat sie noch irgendetwas... keine Ahnung, was man kostenlos bekommen kann oder keine Ahnung. Bei der Schmiede. Ganz am Ende und dann rechts. Okay. Ich nervt das immer noch, dass man hier überhaupt nicht sprinten kann. Von mir ist auch in den kurzfristig die Ausdauer irgendwie weggeht, aber... Ach, da laufen sie schon paarweise hier. Das ist ja richtig nervig. Wie soll das denn eigentlich... Ah, ja, okay. Es ist mit Apostroph. Okay. Verstehe. Und da ist die Schmiedemeisterin. Ich habe viel gehört. Endlich begegnen wir uns. Die Kriegerin Eloise ist bereit, bei der Verteidigung der Siedlung zu helfen. Das ist schön. Und schon ist sie nicht mehr synchronisiert. Die Wachtmeisterin kennt die Dunkelheit. Okay, aber ich befürchte, eine Siedlung allein kann nicht standhalten. Meinst du, wir brauchen Verbündete? Genau. Aufgrund meines Rufes genieße ich in allen Gebieten ein hohes Ansehen. Ich habe Eloise vorgeschlagen, ein Bündnis mit anderen Siedlungen auszuhandeln, aber sie war dagegen. Okay. Was sollte sie dagegen haben? Sie glaubt, jede Siedlung müsse allein klarkommen und lässt sich auch nicht davon abbringen. Deshalb brauchen wir zusätzliche Krieger. Zeig, was du kannst. Nimm dieses Erz, schmilz es ein und schmiede ein eisernes Schwert. Ich werde es beurteilen. Okay. Die macht mir langsam Angst. Bei ihr jetzt? Oder wo soll ich das jetzt machen? Moment. Nimm das Eisenerz aus... Ach so, aus der schweren Umhängetasche. Nein. Das will ich natürlich standardmäßig I drücken, was übrigens nicht funktioniert, nebenbei bemerkt.
Moment, erstmal den Rüstungskoffer öffnen. Ein neues Rundschild, sehr schön. Und die entsprechenden Dinger hier. Rundschild. Es macht weniger Schaden, heißt das wahrscheinlich. Bleibst du da oben? Blockstabilität. Was ist Blockstabilität? Keine Ahnung. Ausdauerschaden blocken. Ist mehr. Mehr Rüstungswert. Da würde ich doch sagen, wechseln wir das Ganze, ne? Und ich wechsle das mal. Irgendwie sieht beides einfach nur kacke aus, aber naja. Stelle 9 Eisenbarren hier. Wo war denn das? Achso, hier, genau. Nein! Ich Idiot. Scheiße. Eisenbarren wollte ich herstellen. Warum habe ich nicht genau geguckt? Keine Ahnung, weil ich gerade irgendwie durch das Flackern zu sehr beeinträchtigt war. Achso, stelle in der Schmiede folgendes her. Das war die hier. Ein Langschwert Eisen. Jetzt gucke ich aber vorher nach. Langschwert Eisen, da. Zeig uns dein Werk. Ah ja, die Klinge ist glatt und gut geschliffen. Sie könnte Feinschliff vertragen, aber Potenzial ist da. Ich bin froh, dich hier in Königsfels zu haben. Danke, danke. Ein Bündnis der Siedlungen ist gewiss unerlässlich im Kampf gegen die Verderbnis. Bis dahin tue ich mein Möglichstes in der Schmiede. Soll ich sonst noch bei irgendetwas helfen? Jawohl. Du bist schlau, nicht wahr? Ich fürchte, wir setzen damit auch die Loyalität einiger Bewohner von Königsfels aufs Spiel. Könntest du mir vielleicht helfen, das zu verhindern? Das klingt lohnenswert. Nur eine Person hier kann es mit meinen Fähigkeiten aufnehmen. Überlebenskünstlerin Thornton. Sie ist eine einsame Wölfin und könnte gerade versucht sein, das Rudel zu verlassen. Bitte sprich mit ihr und überzeuge sie zu bleiben. Bleiben sollte es wahrscheinlich heißen. Okay, wo finden wir die? Am Ende hiervon. Ich muss dann aber erstmal schauen, dass ich mein Schwert, denke ich mal, austausche. Also ich nehme doch an, dass ich das behalten durfte. Welches haben wir jetzt gemacht? Das hier, ne? Es macht auf jeden Fall mehr Schaden. Dieser Gegenstand wird an dich gebunden, wenn du ihn ausrüstest. Gebundene Gegenstände können nur von dir verwertet werden. Ja, das ist logisch. Warum sollte ich den nicht binden wollen, wenn ich ihn spielen will? Oder, ach so, weil ich die Sachen sonst verkaufen kann, nehme ich an. Ah. Okay. Tut mir leid, ich bin gerade nicht so in Plauderlaune. Packen, Reisevorbereitung, du verstehst schon. Du verlässt die Siedlung? Und was wäre, wenn? Das geht dich gar nichts an. Warte mal kurz. Gomez hat dich geschickt, oder? Dir entgeht fast nichts. Na schön, ich sag dir was. Wenn hier die Hölle losbricht und Kräfte der Verderbnis über Eternum herfallen, möchte ich lieber woanders sein. Verständlich. Noch gehe ich nirgendwo hin. Aber ich bereite mich lieber vor. Und was ist mit dir? Hast du das Zeug dazu, hier draußen alleine zu überleben? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sicher kannst du das. Weißt du was? Du und Gomez, ihr wollt doch etwas bewegen. Wie wäre es da mit einer kleinen Jagd? Geh in die Wildnis, errichte ein Lager und untersuche die Wolfshöhlen. Ich warte hier. Okay. Das hört sich irgendwie nicht so einladend an. Dann schaue ich nochmal wegen meiner Punkte auf jeden Fall nochmal einen in die Passive rein, aber auch ein bisschen was in die Stärke rein. Okay, so,
Allerdings würde ich dann gerne... Wir müssen ja sowieso in die Richtung, ne? Würde ich dann gerne auch noch was ins Lager tun in der Zeit. Meisterschafts... Was ist das immer mit dem Meisterschaftspunkt? Ein paar Nahkampfwaffen, die zusammen wohl exzellente Angriffe sind, ne? Waffenführung. Ach so. Okay. Verursacht 145% Waffenschaden bei Gegnern im Umkreis von 2 Metern. Das klingt gut. Das klingt sogar sehr gut. Ermächtigter Stich. Erfolgreiche schwere Angreife verleihen dir Ermächtigung. Okay, nehmen wir mal das hier. Verursacht 10 Sekunden lang 5% aufgerissenen Status. Aufgerissen verringert die Rüstung des Ziels. Das wäre natürlich nicht schlecht. 9. Was? Kaufe zum Freischalten eine Fähigkeit des vorherigen Zweigs und Gelegenheiten. Ja, hab ich doch. Ach so. Okay, ja, verstehe. Oder auch nicht. Stürme 5 Meter nach vorne. Ausdauer schneiden. Schaden wird um 15% verringert, wenn du einen Nahkampfschaden blockst. Verleiht 15% zusätzliche Rüstung. Ja, das wäre sehr gut. Präzision, keine Punkte. Ja, die kann ich ja noch rausnehmen. Die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer steigt. Ein Stichangriff, der 175% Waffenschaden verursacht. Dann machen wir es mal so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber wir machen das... Ach du Scheiße. QR... Oh, ich hätte es nicht machen sollen. Also mit Q... mache ich mehr Schaden im Umkreis von 2 Metern. Und mit R in den Rücken rein. Das werde ich mir nie im Leben merken. Aber okay... Gebietsruf. Du hast 3 verfügbare, was auch immer das heißen mag. Du erhältst 5% mehr Gebietsruf, solange du im Königsfels bist. Okay. Nehme ich mal einfach so hin. Da ist auch noch was zu lesen, sehe ich gerade, wenn ich das so nehmen kann. So, die ewige Klinge. Dann. Ach so, dann wollte ich eigentlich noch eben zum Lager. Und habe meine Rüstung noch gar nicht ich drücke immer wieder auf I. Wenn man es einfach so gewohnt ist. Hexerjägerstulpen. Es hört sich geil an, aber ich habe keine Ahnung, ob die besser sind. Ach, Moment. Zerlegen kann man es auch. Das ist schlechter als das, was ich habe. Das heißt, S und die linke Taste. Okay. Abgewetzter Schild. Na, den kann ich ja erstmal noch drin lassen. Was ich aber nicht... Ach so, doch, das sind ja beides die gleichen hier, ne? Oh, Strapazierfähigkeit. Ist das bei den Waffen auch? Oh. Da hätte ich die vielleicht doch lieber nicht wegtun sollen. Das ist ja scheiße. Ich hoffe, das kann man dann später noch vernünftig machen. Ja, dann... Ach so, nee. Das ist auf jeden Fall besser. Das heißt... es kann natürlich sein, dass die nicht kaputt gehen, sondern man die wieder reparieren kann. Man hat ja diese Ersatzkits, also eigentlich sollte das okay sein, wenn man... Nee, ich wollte da eigentlich nicht drauf drücken.
Zerfetztes Hemd, das ist das alte. Was habe ich denn jetzt gerade? Herstellermodus? Okay. Das muss ich aber vorher trinken, denke ich mal. Oder? Ich weiß es nicht. Steinblock. Okay, Steinblock. Das tun wir mal alles da rein, würde ich sagen. Stein. Feuerstein. Ich hoffe nicht, dass wir die Sachen jetzt unterwegs brauchen. So, schmelzen. Die Sachen können wir, denke ich mal, auch alle reintun. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt... Kann ich hier auf die... Nee, ablegen kann ich nur. Schade. Also Rüstungswert 110, 80% Schaden. Also nicht Prozent, sondern 8 Schaden, Ausdauerschaden, Blocken. 5% Crit. Also ich denke mal, dass das Ding besser ist als dieser lausige Bogen. Gehe ich mal stark von aus. Aber wenn wir natürlich keinen haben, dann wäre es ganz gut, glaube ich, das mitzunehmen. Ja, okay. Schade, dass man nicht zwischendurch speichern kann. Komme ich da jetzt überhaupt hier raus? Das ist ja so, so Wald. Ich würde sagen, ich laufe lieber hier rum. Nicht, dass ich dann nachher nicht rauskomme. Da unten ist zu, ne? Auskaufen 10.000. Die haben aber echt... Kann man die sich nicht mal angucken? Also das ist ja... Warum kann man nicht alle Häuser kaufen? Fragen über Fragen, die wir alle klären müssen. Okay. Standardtaste Z. Das sind vermutlich die Wolfshöhlen da hinten. Zeltlager Rang 1. Das ist aber anscheinend das Ziel, wo wir das machen sollen, ne? Wir brauchen Frischholz und Feuerstein. Leckt mich doch am Arsch. Hatte der das nicht eben sogar gesagt? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir holen einfach nochmal welches. 3, 4. Finden wir hier aber keinen. Oder doch, hier ist was. Hier, mich greift jetzt hier irgendein Scheiß wieder an. So, 13 Stein. War jetzt der Platz, wo ich das machen sollte? Okay, aktiviert. Was ist mit Ausruhen? Das testen wir doch jetzt mal. Vollständig ausgeruht. Aha, also scheinbar ist das wirklich die Gesundheit, die man da wiederherstellen kann. Ja, dann wird meine letzte Aktion heute auf jeden Fall sein, dass wir in die Höhlen reingehen. Also die nebenbei bemerkt links von uns gewesen sind. Ich sollte vielleicht öfter nach oben gucken. Oh, hi. Siegerheulende Wolf, 5 Stück. Okay. Ich kümmere auch häuten. Ah, okay. Ich finde dieses Spiel schrecklich. Ich muss Wölfe töten. Das finde ich absolut abartig. Nicht nur wegen unseren Rudel in Tamriel, sondern natürlich auch wegen den Wölfen selber. Ich liebe Wölfe. So. Dich kann ich nicht häuten, doch. Aber irgendwie nicht vernünftig. Hallo. Jetzt. Oh, ich glaube, da hat sich unten einer direkt mit mehreren Wölfen angelegt.
würde dir ja gerne helfen, aber ich bin gerade am Häuten. Der könnte eventuell sterben dabei. Dir kann ich helfen. Du bist in der Nähe. So, okay. Müssen wir ja nicht unbedingt alle häuten. Oh, kommt der jetzt her? Hilfe. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, Moment. Hä? Jetzt habe ich die 5 erledigt. Jetzt muss ich nochmal ein Zeltlager machen. Hä? Reise zur Höhlenfanghöhle. Ich denke, das war hier. Jetzt bin ich irgendwie gerade... Ach so. Das ist woanders jetzt. Moment, wie komme ich jetzt hier hoch? Aua. Okay, also, wenn ich dran denke, werde ich den Teil jetzt hier rausschneiden, wo ich jetzt hier wie blöde rumlaufe. Ach, geh doch einfach mal weiter, Mensch. So, also, wir müssen jetzt hier komplett rüber und dann da auch nochmal zur Höhle. So, ich denke mal, das sollte jetzt reichen. Z halten. Und ich habe mal wieder keine Rohstoffe. Na super. Holz und Stein. Konnte jetzt auch keine Ahnung, dass man so viel davon machen muss. Ich weiß, ich weiß. Ich muss aber erstmal die Feuersteine nehmen. So. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo der Truthahn ist. So, wo habe ich das jetzt hingestellt? Da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier gerade noch genug geholt. Zurücktreten. Okay. Mal eben ausruhen. Ja, dann geht nämlich die Gesundheit höher. Sehr schön. Sollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich da in die Höhle reingehe. Wobei das doch sehr weit irgendwie weg ist. Finde ich. Da hinten. Also normalerweise, wenn ich auf der Straße laufe, sollten die eigentlich nicht zu mir kommen, oder? Ach so, das gilt. Okay, das gilt aber dafür schon. Das ist gut. Okay. Schalten wir auch direkt mal. Und sammle folgendes. Scharfer Wolfszahn. Okay. Der heißt auch Schiefzahnwolf. Das ist natürlich ein geiler Name. So. Was sind das für komische Geräusche? Hallöchen. Bleib doch mal stehen. Okay, also ich kann nicht direkt diesen Schlag machen. Na gut. Muss man ja alles austesten. Also die Folge heute wird auf jeden Fall länger, aber ich habe euch ja versprochen, dass es 2 längere Folgen gibt, damit wir auf jeden Fall auch mal genug mitbekommen, was man alles so machen kann.
So. Drei haben wir. Da hinten läuft einer hin. Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob das noch so bleibt, dass man den anderen die Sachen nicht wegnehmen kann. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch gemacht. Ah, super. Und der, den ich extra anvisiert habe, den hat sich jetzt einer hier weggeschnappt. Finde ich nicht nett. Ist da hinten auch noch die Höhle? Also eben spawnen die wirklich so extrem schnell. Und jetzt auf einmal dauert das so lange. So, okay. Fünf haben wir schon mal. Ja, du darfst gerne die Aggro auf mich ziehen. Wo kann ich ihn machen? Okay. Perfekt, dann haben wir das auch schon mal. Und dann geben wir quasi als letzte Amtshandlung für diese Folge das Ganze noch eben ab. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso lässt ihn da jemand liegen? Ja, ich reise mal eben zurück und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Und da sind wir wieder. Du warst bei den Wolfshöhlen, nicht wahr? Ja. Yep. Du bist kühner als gedacht. Gut, du hast mich überzeugt. Ich wollte die Siedlung sowieso nicht wirklich verlassen. Okay, das ist gut. Kann das Ruckeln vielleicht mal aufhören? Ich bin hier schon seit über einem Jahrzehnt zu Hause, weißt du? Auch ja, ich bin das hier ist schon mir seit egal. Über einem Jahrzehnt zu Hause, weißt du? Auch wenn man gerne reist, ist es doch schön eine richtige. Das werde ich, aber ich finde, Magister, tun wir das nicht also, alle. Also, wir nehmen einfach mal die nächste recht. Aufgabe an, weil dieses Ruckeln macht mich gerade wahnsinnig. Schräg. Du willst ihm wohl gerne helfen. Geh doch mal zu ihm. Sorge dafür, dass er sich richtig konzentriert. Okay, also es tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt so abbrechen musste, beziehungsweise kurz fassen musste, aber nee, das ging jetzt gerade gar nicht, dieses Ruckeln. Ich meine, ich habe es auch so irgendwie schon mit den Augen. Hier ist alles wunderbar, hier ist alles super von der Auflösung her und so. Und sobald man dann hier ja im Spiel ist, ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas belastet meine Augen immer wieder, sobald ich hier rumlaufe. So geht's noch, wenn ich hier stehe. Aber sobald ich mich bewege oder rumlaufe, ist es irgendwie, naja, nicht so schön. Gut, ich würde sagen, ach, ich sehe übrigens gerade, dass wir uns erholen, wenn wir stehen bleiben. Das ist gar nicht so schlecht. Beziehungsweise, das ist sogar sehr gut. Ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen Cut machen. Und ich denke, das meiste, ich meine, da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, aber ich denke mal, das meiste werden wir schon gesehen haben. Ich hoffe inständig, dass ich hier ein Let's Play machen kann, dass ich weiter aufnehmen kann. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten, jeden Tag 8,5 Stunden darauf zu warten, überhaupt reinzukommen. Das heißt, sollte es funktionieren mit Amazon, dass man vernünftig spielen kann, dass man von mir aus auch mal 10 Minuten Warteschlange hat oder so, was schon sehr, sehr viel eigentlich für so ein Spiel ist, aber naja, was zumindest noch kein Weltuntergang wäre, dann bin ich auf jeden Fall sofort dabei und bisher spielt es sich eigentlich auch recht gut. Es ist, finde ich, noch kein richtiger Vergleich. Ich muss leider immer alles mit The Elder Scrolls Online vergleichen. Das tut mir wirklich leid. Es kommt bei Weitem noch nicht dran, aber es hat wirklich Potenzial von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich bin absoluter Magier-Typ und kann überhaupt nichts damit anfangen, dass ich hier die ganze Zeit mit Schild und Schwert rumlaufe. Ich habe zwar auch viele Stamina-Charaktere, aber ja, ich sag mal, am liebsten spiele ich aber trotzdem immer noch Magikarchars. Und bei dem, was ich jetzt hier gesehen habe, also wir haben, oder haben wir jetzt hier einen, ach, wir haben sogar einen Feuerstab, sehe ich gerade.
Gut, dass ich da doch nochmal nachgeguckt habe. Allerdings muss man dazu sagen, 105 Schaden gegen 75 Schaden ist natürlich so eine Sache. Aber vielleicht, das wäre natürlich richtig cool, könnten wir den als Zweitwaffe ausrüsten. Ja, kann ich mich, ja, ich kann mich umdrehen, okay. Ja, wenn man solche Sachen mal wieder nicht beachtet. Und dann drüber spricht und sich denkt, hast du da eigentlich mal nachgeguckt? 152 Rüstwert, na gut, das ist natürlich auch nicht so viel. Aber gut, da kommt nochmal anscheinend Feuerschaden obendrauf. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal Punkte in Magicka reinlegen und mal gucken, ob sich dadurch dann auch etwas Gravierendes verbessert. Auf jeden Fall werde ich die beiden so drin lassen. Zwei Hände habe ich bisher außer diese Hammer hier noch nicht gesehen. Aber gut, 112 Schaden. Aber kein Schild dabei, mit dem man mal abblocken kann. Ja, ich weiß nicht, was besser ist, ganz ehrlich. Zumal anscheinend das Grüne, da steht untypisch, da steht gewöhnlich, eine Stufe besser ist als das, ja, Graue hier. Deswegen, das habe ich übrigens noch gar nicht gesehen. Isabellas Amulett der Schildwache. 5% mehr Schaden gegen Verlorene. Okay. Achso, und das ist von der Aufgabe. Ja gut, dann hätten wir auf jeden Fall diese Sache auch geklärt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich hoffe inständig, dass ich noch mehr aufnehmen kann. Aber seid mir nicht böse, wenn es etwas länger dauert, beziehungsweise ja, ich es erstmal nicht machen kann, weil das nämlich bedeutet, dass ich dann irre lange brauche, um überhaupt irgendwo reinzukommen. Und das kann ich mir, wie gesagt, im Moment einfach nicht leisten. Bis zur nächsten Folge. Ciao!